Ihr habt das Unmögliche möglich gemacht, ja. Ihr habt mitten in Österreich eine Baugenehmigung bekommen für Tiny-Häuser in einem Wohngebiet. Das war gar nicht so einfach, aber das ist mal wieder bewiesen, es funktioniert. Die haben einen Wärmedämmstandard, der den Behörden auch gelangt hat. Grüß dich, du bist der? Daniel, hallo Sven, schön, dass du da bist. Ja, wir sind in Vorarlberg und das Ganze von Flying Home, ein kleines Tiny House. Daneben haben wir noch ein größeres Tiny House stehen. Ihr seid die Spezialisten, um die Bauanträge für solche Häuser zu kriegen und verkauft diese Häuser fix und fertig mit allem drum und dran, sodass man wie hier mitten in ein Gebiet, also das ist ja kein Campingplatz das hier, sondern ein Tiny House genehmigt bekommen hat. Das ging. Das ging durchaus. Also wir sind jetzt nicht Experten, aber unsere Architekten und Bauingenieure sind es. Die haben sich die letzten Jahre darauf spezialisiert, dass man Baugenehmigung bekommt. Und wir sind sehr zufrieden. Das Ganze wird ja mehr und mehr unbezahlbarer. Die Leute wollen günstigen Raum haben zum Leben. Das ist hier gelungen. Ihr habt es wirklich geschafft, hier ein winziges Haus hinzukriegen. Das Ganze ist auf Schraubfundamenten, hat eine Wärmepumpe mit eingebaut, ist schon angeschlossen ans Wasser. Die Außenanlage wird noch gemacht. Aber du hast mich gerufen, hast gesagt, ja, hat geklappt. Und immer mehr Projekte klappen. Das ist also jetzt kein Einzelfall, sondern die Behörden spielen mit. Warum? Weil sie eben die Anforderungen an das Thema Baugenehmigung erfüllen. Richtig? So ist es. Wir haben ja ein KfW 550 Haus nach GEG-Norm. So wie die Gemeinde und die Stadt hier das gewünscht hat und vorgegeben hat. Und das haben wir umgesetzt und das ohne Probleme. Und das können wir nicht nur hier in Österreich, sondern auch in der Schweiz und in Deutschland. Also das kriegen wir ohne weiteres hin. Also nochmal Daniel, du kannst mit eurer Firma Flying Home, könnt ihr das Ganze realisieren. Ich sage, ich hätte gerne ein Tiny House da und dahin, dann könnt ihr mir das Tiny House verkaufen. Ihr könnt sogar noch nach dem Grundstück suchen. Ihr könnt unter anderem die Finanzierung mal ein bisschen ankurbeln. Ja. Ihr könnt das komplett machen. Wird es denn jetzt bezahlbarer? Hier wohnt ja jetzt eine Person drin, die ist ziemlich happy. Wir können ja mal gerade drum rumgehen. Dann gucken wir uns die Front nochmal hier an. Auch hier ist eine Luftwärmepumpe mit drin. Bedeutet, man kann heizen und man kann kühlen mit der Wärmepumpe. Hier unten sind die Schraubfundamente. Hier sieht man es nochmal ganz gut. Das Ganze steht auf Schraubfundamenten und kann problemlos an, ich sag mal, 2-3 Tagen hier aufgestellt werden. Die Anlieferung, das dauert einen Tag, oder? Ein Tag. Also es wird morgens geliefert und abends ist es einzugsbereit. Und ja, es geht ratzfatz. Und die Schraubfallfundamente sind natürlich auch eine sehr kostengünstige Alternative zum Betonfundament. Hier sieht man es auch, hier sind gleich zwei. Das Haus ist ein bisschen größer. Das gucken wir uns gleich mal an. Hier ist eine Außenterrasse, das haben lokale Handwerker gemacht. Die haben hier die Treppe installiert, haben anschließend die Außenterrasse installiert, die natürlich dann auch den Lebensraum massiv erweitert. Ja, hier sind wir. Small Pot heißt das Ganze. Und steht jetzt in Vorarlberg. Und wenn ich mir hier so das Ganze anschaue, für viele Menschen ist das hier schon ein Traum, der in Erfüllung geht, richtig? Für sehr viele Menschen, aber auch für sehr viele Feriengäste. Aber ich würde sagen, komm einfach mal rein. So, große Tür, Mehrpunktverriegelung. Hier sind überall Zapfen mit drin, dass man auch nicht reinkommt. Das ist ein Standard wie zu Hause. Richtiges Zylinderschloss hier drauf. Und das ist die gute Stube. Es ist jetzt ein kleines Modell. Das, was wir gleich im Anschluss, gibt es ein extra Video sehen. Das ist größer. Ja, normalerweise kennt man das Ganze hier ja von Installationsmöglichkeiten, die einfacher sind. Wie zum Beispiel jetzt ein Campingplatz und so weiter. Das Ganze jetzt hier zu installieren in einem Wohngebiet, das erfordert natürlich größere, dickere Wände. Ja, ganz genau. Wir haben hier 25 cm dicke Wände. Das Ganze ist eine Holzständerbauweise. Wie gesagt, wir erfüllen hier die KfW 550-Norm, alles nach GEG. Und es ist winterfest bis minus 25 Grad. Bis minus 25 Grad. Und dann kann man sogar zur Wärmepumpe zusätzlich dann nochmal eine Elektroheizung dazuschalten, sollte es mal wirklich kälter wie minus 25 Grad werden. Was hier unten im Tal, hast du zu mir gesagt, wenn der Föhn kommt, ist ja auch mal gerne mal plus 10, 12 Grad im Winter mit drin ist. Da ist ein großer Schrank mit drin. Mach mal bitte auf. Ich gehe mal weit weg. Wollen mal sehen, du bist 2 Meter groß. Das hat natürlich einen riesen Vorteil. Hier sieht man, man hat wirklich sehr viel Platz. Und hier sieht man, das ist die Haustechnik. Hier ist ein Boiler mit drin, der macht das Duschwasser. Ist jetzt schön heiß. Heiße und Wasser, ja.
heiß Wasser und das Ganze gibt es ja wahlweise Strom oder sogar auf Gas. Ja, so ist es, ganz genau. Hier unten Backofen, Induktionsfeld von Whirlpool, eine große Küche, eine L-Küche mit eingebaut. Ja, das ist jetzt bezahlbar für viele und erfüllt ja auch den Wunsch von vielen Leuten. Die wollen nicht in einem Haus, in einer Wohnung mit ganz vielen anderen wohnen, sondern wollen ihr eigenes kleines Zuhause haben. Ja, Wohnraum ist teuer geworden, die Zinsen sind gestiegen und für viele junge Familien ist es einfach nicht mehr realisierbar, das eigene Haus. Dieses Modul mit 22 Quadratmeter Wohnfläche ist eher als Ferienhaus oder Kapitalanlage und Investment gedacht, um halt gute Renditen zu erzielen gegenüber einer normalen Anlage bei der Bank. Könnte auch ein Wochenendhaus sein, oder? Oder auch ein Wochenendhaus. Aber es ist ganzjährig nutzbar. Wie gesagt, wir sind in einem Baumischgebiet, aber das ist gar kein Problem. Eine Dauernutzung ist hier möglich. Und das haben wir alles soweit realisiert mit der Hilfe unserer... Setz dich mal bitte in die Couch rein, dann kann ich den Raum mal ein bisschen besser zeigen. Ruhig mal rein in die Ecke, dann habe ich den maximalen Raum hier drin. Wenn du von außen davor stehst, denkst du, mein Gott, hier ist ja gar kein Platz drin. Und dann auf einmal bist du hier drin, hast irre viel Platz. Ich bin jetzt hier noch nicht mal ganz in der Ecke in der Küche. Das mache ich jetzt mal gerade, da bin ich. Und wir tauschen mal gerade, oder bleib mal kurz da. Ich gehe mal gerade... Hier in die Ecke, zeig das mal. Also das ist der ganze Raum, der mir zur Verfügung steht. Dann ist hinten ein Bad. Hier kann man übrigens auch noch eine Schlafcouch umfunktionieren. Da ist noch ein Fenster mit drin. Macht das mal bitte auf, hier die Vorhänge. Kommt sogar noch mehr Licht rein. Ihr habt viel Licht mit drin. Das Ganze kann ich öffnen, wenn ich auf der Seite auch noch eine Terrasse habe. Die kann ja kommen. Und das Coole ist, wir haben eine Belüftung überall mit eingebaut. Das heißt, also hier kann ich eine Zwangsentlüftung aktivieren, sodass auch, wenn ich mal länger nicht da bin, das Ganze wirklich optimal auch belüftet wird. Ja, mach mal bitte auf. Hier ist übrigens Fernsehvorbereitung ist hier mit drin. Eine große Dusche. Bei dir ist natürlich bei 2 Metern immer alles relativ. Für mich 1,85 Meter. Geht das natürlich etwas problemloser, aber hier Handtuch, Heizkörper mit drin, der auch gleichzeitig hier noch mal ein bisschen wärmer macht, wenn man das haben möchte. Ansonsten geht das über die Luftwärmepumpe. Überall hast du dann noch mal Lüfter mit drin. Hier ist auch das Fenster natürlich so, dass keiner reingucken kann. Und Dusche, Duschmodul in Echtglas plus die Toilettenanlage. Die ist hier, die ist fest angeschlossen ans Wasser. Und ihr habt das ja so gemacht, dass das Ganze auch nicht einfrieren kann. Da sind nämlich spezielle Leitungen dabei, die werden erwärmt, sodass hier nichts passieren kann. Das ist ja auch die Grundvoraussetzung. Ohne das geht es nicht. Die Innenwände haben natürlich keine 25 cm. Nein, die natürlich nicht. Ich glaube, dass wir hier so ungefähr bei 6 cm liegen werden. Aber das reicht ja auch. Also es ist ja nicht für Familien gedacht, sondern für 2 Personen. Vielleicht noch mit einem Kind auf dem Sofa. Okay. Es wäre natürlich auch ein ganz tolles Wochenendhaus. Also wenn ich jetzt hier in meinem lieben Gebiet, in dem ich Skifahren gehe und so weiter, verweile, habe relativ moderate Baukosten. Mach mal bitte auf. Da ist jetzt ein Schlafzimmer mit drin. Auch hier siehst du, die haben auf dem Millimeter genau gebaut. Geht genau auf, was hier drin ist. Das ist alles erprobt. Die Leute, die das Haus gebaut haben, haben davon Tausende, wenn nicht Zehntausende gebaut. Das ist so. Unser Hersteller ist in Europa marktführend und bringt einfach die Expertise mit. Und es wird natürlich von Architekten geplant und gezeichnet und es passt alles. Ja, was bringt dir das schönste Haus, wenn du nicht die Expertise hast, um eine Baugenehmigung zu erhalten? Und da habt ihr euch drauf spezialisiert. Ihr seid also die Profis in Deutschland, Österreich und der Schweiz, um diese Häuser, die man ja kennt, in eine Baugenehmigung zu bringen. So, hier oben siehst du, also da ist nochmal die Klimaanlage mit drin, großer Kleiderschrank mit drin und dann auch sogar ein kleines Büro, kannst dich hinsetzen, großer Spiegel mit eingebaut und überall noch Zusatzheizungen. Falls die Luftwärmepumpe das mal nicht mehr packen sollte, dann kann man noch zusatzheizen. Ja, mach mal bitte auf, breite Türen, das fällt mir direkt auf. Also du hast hier keine winzigen Türen und von der Türhöhe her, bei dir wird es jetzt gerade ein bisschen knapp, oder? Das sind 2 Meter. Das sind 2 Meter. So, du bist ja auch 2 Meter groß. Ich filme mal gerade hier rein in den Raum. Und wenn du dich noch mal gerade bitte noch mal ins Sofa setzt, ja, dann wird der Raum ein bisschen freier. Das ist
gerade mal 22 Quadratmeter sind. 22? Durch die Flächenüberlagerung wirkt es einfach deutlich größer. Ich würde schon sagen, knapp wie 30, oder? Also es ist echt, wenn man hier jetzt noch ein bisschen Ordnung hält, bedeutet, dass man eben nicht alles rumliegen lässt. Ja, da sind wir Männer ja Weltmeister. Dann ist das sogar recht gemütlich. Dazu gibt es auf Wunsch dennoch ein Außenhaus. Heißt, wenn ich jetzt ein Mountainbike oder sowas habe, kann man in einem ähnlichen Design dann nochmal ein kleines Gerätehaus mit dazu bestellen. Das geht, oder? Das geht, Sven, ja. So, und ganz wichtig, also hier ist die Außenanlage noch nicht gemacht. Du hast mich gerufen, das ist ganz neu gekommen. Ja, wir haben eine Baugenehmigung bekommen. Das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig, die Message. Und wir schauen uns gleich mal hier dieses schöne Haus an. Das ist jetzt größer. Da habt ihr innen dann auch eine Alufassade gewählt, eine Metallfassade, die hier drauf ist. Und auf Wunsch könnt ihr auch hier diese Terrassen und so weiter fertigen, oder? Ja, das ist natürlich auch möglich. Und mit der Fassade sind wir auch individuell. Die gibt es zum Beispiel auch in der Farbe Weiß oder in Holz, Lärche. Also da können wir einiges verwirklichen nach Kundenwunsch. Sehr schön. Ja, wenn ich das Ganze haben möchte, Anfragen an wen? An wen werden die gestellt? Mein Name ist Daniel von der Flying Home GmbH. Und wir sitzen im wunderschönen Österreich in Vorarlberg in Schrunz. In Schrunz. In Schrunz. So. Bitte nochmal den Namen, Flying? Flying Home. Flying Home. .at, com? .at, aber .de und .ch geht auch und wird weitergeleitet. So, wird weitergeleitet. Also könnt ihr für Deutschland, Österreich und die Schweiz anfragen. Sie haben es geschafft, ja, hier in Vorarlberg eine Baugenehmigung für Tiny-Häuser zu bekommen, im ganz normalen Mischgebiet. Ja, Hut ab. Tschüss.